R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craftic. Mit dabei ist heute der liebe Petre, was geht? Hallo. Leute, ihr habt euch alle richtig in den Kommentaren beschwert, habt gesagt, ich will meine Livestream-Zusammenfassungen haben. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr die Streams verpasst, seid ihr selber schuld. Ich bin aber jetzt mal ein utopischer Ehrenmann und gehe einfach mal hin und erzähle euch, was gestern alles passiert ist, Leute. Gestern Abend gab es nämlich ein bisschen Beef, oder? Ja. Es gab richtig Beef, meine Freunde. Der Originalstream ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, also gönnt euch die 2 Stunden mal als Video auf Twitch, Leute. Ich kann es nur empfehlen. Ihr müsst eigentlich alles gesehen haben, um den Kontext zu verstehen. Ich fasse es jetzt trotzdem mal ein bisschen zusammen. Generell ging es damit los, dass ich irgendwann direkt am Anfang abgehauen bin, weil ich gesagt habe, okay, Leute, ich habe Petrit beklaut, ich habe seine Brücke angezündet und ich habe auch ein bisschen Scheiße gebaut. Und außerdem hatte Venicraft ein Donation-Goal, mich zu töten. Also habe ich gesagt, okay, Leute, ich muss hier weg, ich habe direkt die Stadt verlassen. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz hier die Diskussion, die dann entstanden ist, damit ich zurückkomme. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier schon einen schönen Ort gefunden. Du willst da ganz alleine jetzt, willst Einsiedler sein oder was? Ist ja kein Problem. Und was mit deinem Anwalt? Mit meinem Anwalt? Ja, willst du dich zu dem ziehen? Also ich weiß, dass mir, zum Beispiel Mo, ne? Ja, bitte. Mo, guck mal. Rewe, der Vertrag gilt überhaupt nicht, weil du da steht, du musst die Brücke bauen. By the way, ja, dann, ich würde die Brücke bauen. Gib mir Mendingbuch zurück. Solange du die Brücke nicht gebaut hast, hast du den Vertrag gebrochen selber. Okay, dieser Vertrag ist nicht mehr in Kraft. Wobei, wenn du die schon kaputt machst, dann musst du die schnell wieder aufbauen. Petr, da steht bis 0 Uhr 0 drin. Ich habe noch Zeit, den heute Abend die Brücke zu bauen. Okay, wir werden jetzt bis 0 Uhr daran hindern. Wie lange brauchst du für so eine Brücke? Nein, wir müssen dran hindern, Leute. Aber ich kann nicht angreifen, weil ich habe Waffenschlüssel mit dem. Wir müssen dran hindern. Ja, ich halte ihn. Und dann kann ich mein Mendingbuch. Seht ihr, und das ist das unehrenhafte Verhalten, was ich meine. Ja, du hast wieder für mich verarscht mit dem Vertrag, Digga. Wer bist du, Petr, das war nur Spaß. Ich hätte das doch nicht mal umgesetzt. Jetzt chill doch mal. Du hast es umgesetzt. Jetzt, wo er da ist, Digga. Okay, Petrit, so. Wie unehrenhaft soll ich jetzt gehen? Sag mir jetzt ganz genau. Soll ich leaken, Petrit, oder nicht? Hä, was leaken? Ja, was leaken, Petrit? Petrit, hast du nicht. Petrit, hast du Angst? Du darfst dich niemals abhängig machen. Leak nicht, bitte. Lass dich jetzt nicht davon manipulieren, Petrit, Alter. Petrit, lass dich nicht unterdrücken. Ja, aber er hat das gefunden. Ach, was für Angst, Alter. Was hat er gefunden? Was peinlich ist? Oh, nein. Was peinlich ist oder was belastend ist? Lol, was hat Riole da gemacht? Etwas belastend. Oh, lol. Ehrenlose, utopische. Ja, deshalb, weil ich das erkannt habe, bin ich auch gegangen und komme nicht mehr wieder. Seid doch schwierige froh. Verträge sind das Allerschlimmste. Ja. Richtig Freiheit, Alter. seid doch froh. Ich bin jetzt weg und ihr habt eure Ruhe, okay? Aber Konflikte kann man nicht im Raum stehen lassen. Ich kann das. Ich kann einfach weggehen. Ich sag mal eine Sache. Ja. Ich hatte meinen Freund. Nein, okay, es war nicht mein Freund, wirklich ein Freund, der hieß Sebastian. Mhm. Und der ist einfach immer, wenn wir Streit hatten, ist er einfach gegangen. Ja, das war ich. Ey, Mo, was soll die Scheiße? Ich wollte nur gucken, ob du rüberfliegst. Leute, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, eigentlich muss ich wirklich zurückkehren. Es gab zwischendrin noch eine riesige Diskussion zwischen Simon, Veni und mir und auch Petrit. Und eigentlich haben alle nur gegeneinander und alle waren auf mir rumhacken. Also, wir hatten schon recht. Du musst ein bisschen Fehler begangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, schaut, Leute, das mit der Brücke, okay, ihr seid daran schuld, aber ich auch, weil ich hab's gemacht. Also, sowas kommt nicht mehr vor in Utopia. Leute, wir sind utopische Ehrenmänner. Wir werden einander nicht mehr fertig machen, okay? So, des Weiteren habe ich mir Petrit dann ordentlich im Stream entschuldigt. Ich habe gesagt, Digga, das geht nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist Ehrenmann, meine Schuld. Ehrenmann kann man nicht anders sagen, Leute. Und dann haben wir einen richtig krassen Schritt gewagt, denn wir haben eine Bluesbruderschaft geschlossen. Ich würde sagen, schaut mal hier. Was wir nun eingehen. Ach nee, cringe. Es ist nicht Amenos, es ist der Remix, Petrit, ganz ruhig. Okay. Was wir nun eingehen, ist die heilige Blutsbruderschaft, Petrit, okay? Ja. Gib mir den Vertrag. Warte! Diese Blutsbruderschaft, Petrit, sorgt dafür, dass wir beide ein ewiges Bündnis haben, Petrit. Dieses Bündnis geht über unseren Tod und über alles andere hinaus, was in deinem Leben ist. Okay, Petrit, wir werden diesen Berg gemeinsam bewohnen. Wir werden diesen Berg gemeinsam verteidigen. Wir werden diesen Berg untertänig machen zu unserem, Petrit. Hörst du mich? Ja. Wir gehören zusammen, Petrit, fortan. Okay. Petrit. Nein, ich will verbrennen. Wenn du das machst, dann ist der Vertrag. Petrit, wenn der Vertrag verbrannt ist, zählt es. Schlag mich ganz kurz, damit ich eine Wunde hab. Schlag mich. Ich schlag dich. Du musst aussehen auf die Brust. Warte. Auf die Hand oder so, ja. Okay, Petrit, halt deine blutende Wunde an mich. Ja, ja. Okay. Okay, guck, schwimm jetzt. Okay, Petrit. Bevor wir das machen, ja. Du hast noch meine Hose. Die hab ich irgendwo. Nein, warte, deine Hose hab ich wirklich nicht gehabt. Doch, hast du. Nein, Petrit, bitte, hör mir zu. Wirklich nicht. Protection. Wirklich nicht. Yeah. Ich farm sie dir neu, aber ich hab sie nicht gehabt. Okay. Okay. Du wirst für einen kurzen Livestream von mir mein Sklave noch. Damit ich diese Genugtuung auch mal habe. Okay. Okay, dann will ich, gib mir den Vertrag. Nimm den Vertrag, Petrit, schau ganz kurz rein und verbrenn ihn. Ich habe keine Kopie davon. Wenn der Vertrag verbrannt ist, Petrit, sind wir ein ewiges Team. Und du kannst nichts dagegen tun.
Außerdem unterstelle ich mich an den Namen von Revinster. Das war dreist, ja. Alter. Ja, es war dreist, Petret. Das ist so richtig, Junge. Ich werde sowas nicht mehr machen. Keine Snitch-Moves mehr. Jetzt sind wir Blutsbrüder, Petret. Okay, verbrenne den Vertrag. 3, 2, 1. Weg. Petret. Das war's. Geschichte. Komm, wir gehen zu den anderen und sagen ihm Bescheid, Petret. Okay. Erzähl, was du sagen wolltest. Ja, du wolltest eine Blutsbrüderschaft, ja? Petret und ich haben eine Blutsbrüderschaft geschlossen. Ja. Und sind nun... Was lachst du, Petrit? Ich lache nur, weil ich mein Reis so lecker ist. Petrit, du hast wieder irgendeinen Bitch-Move gezogen, oder? Sehr ehrlich. Nein, aber Petrit, du wusstest, dass Petrit AIDS hat. Oh nein! Wusstest du nicht, Digga? Hab ich gesagt. Passiert. Das ist jetzt auch wichtig für alle Zuschauer. Wenn jemand AIDS hat, es ist alles völlig okay, aber keine Blutsbrüderschaft mit dem machen, weil das ist gefährlich. Ja, easy, ihr habt gesehen, Leute. Ich hab gehört, Petrit, du hast da noch ein bisschen rumgesneakt. Meinst du, es gibt keine Blutsbrüderschaft? Aber die ist jetzt geschlossen, ne? Ja, Petrit, du kannst dir nicht Nein sagen. Wir haben Blut getauscht, Junge. Die ist geschlossen. Die ist auf jeden Fall geschlossen, die Blutsbrüderschaft. Die wird auf jeden Fall eine Zeit lang anhalten. Digga, du kannst nicht einfach Blut aus deinem Körper rauspumpen. Das ist gesetzt jetzt, Petrit. Wir sind jetzt Homeboys. Auf ewig. Auf ewig. Auf ewig. Wir bewohnen jetzt den ganzen, den Berg des Schicksals. Den Berg der Schande. Den Gipfel der Schande bewohnen wir zusammen, Alter. Wir müssen jetzt chillen. Das müssen die Zuschauer entscheiden. Also mit der Blutbrüderschaft. Ja, Leute, also auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen riesigen langen Waffenfrieden ausgehandelt. Und dann, meine Freunde, gab es am Ende noch ein kleines utopisches Ritual, in dem wir quasi alle unsere Wünsche für Utopia beichten konnten und sagen konnten, okay Leute, das wünsche ich mir für die neue Stadt und das möchten wir wahr machen. Und ich würde sagen, ich zeige euch hier mal ganz kurz zwei zusammengeschnittene Ausschnitte. Achtung, schneid. Hört zu, ich werde euch folgendes... Ich möchte ja einmal... Schneid. Ruhe, lasst es ungereden. Schön, dass die Utopia zusammengefunden haben. Wir haben keinen Anführer, wir haben keinen Präsident, wir haben keinen Bürgermeister, wir haben keinen König. Jede Stimme zählt gleich. Egal, ob es Revi ist, auch wenn er nicht mehr zurechnungsfähig ist, aber okay. Oder ob es jetzt Dena ist, obwohl der King Jong Dena heißt. Okay. Also, wir haben alle eine Stimme in dieser Stadt. Wir können alle gemeinsam etwas hier bewegen. Und wenn wir alles zusammenhalten, dann müssen wir auch, niemanden ausschließen. Heute waren viele gegen Revi. Das ist auch nicht ohne Grund, denn du hast zerstört, du hast gebrandschatzt und du hast gestohlen. Ja. Aber ich habe wieder gegeben und ich mache wieder neu. Ist alles gut. Revi versucht seine Schuld wieder einzusehen und zu erneuern. Hast du Sonnenbrand an den Beinen, Simon? Nee, ich habe keinen Sonnenbrand. Ich habe einfach nur... Revi, du bist der Nächste. Und dann seinen Wunsch sagen, oder was? Wo du Am Ende. Dann musst du leiden. Ach so. Nee, okay, erst den Pfad gehen. Sehr gut. Er macht das gut. Ehrenhafter Pfad. Ja, sehr gut. Okay, ich wünsche mir, dass wir als Utopia-Gemeinschaft eine beispiellose Brüderlichkeit entwickeln und gemeinsam über allem stehen, was uns auseinanderbringen könnte. Über allem dem stehen, was uns eventuell schaden könnte und wir immer zusammenhalten als eine Gemeinschaft. Das wünsche ich mir. Amen. 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 Da kann man auch mal klatschen, ne? Danke. Felix, bist du der Nächste? Okay, Felix. Ja. Okay. Nur bei einem Feuerschick bekommst einen Schritt nach hinten. Nicht einfach durchlaufen. Ja, easy, ihr habt's gesehen, Leute. So war das dann. Wir haben dann gestern noch angefangen, tatsächlich die neue Brücke hier zu bauen. Und Petrit, auch wenn ich die alte kaputt gemacht habe, ja? Guck mal, wie die aussieht. Schau. Sei mal ehrlich, ist doch Chock, oder? Ist Chock, aber du hast nicht so viel dran gebaut. Hey, natürlich, ich habe das alles gebaut. Aber guck mal, die Stelzen. Ich musste los, weißt du, Bruder? Ja, okay. Ich habe gesagt, wir machen was Besseres und es ist irgendwie passiert. Ja. So, Rotpilz hat auch geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Petrit hat auch geholfen. Alle haben letztendlich mitgeholfen. Also, utopische Ehrenmänner halten wir zusammen, Leute. Ja. Aber, guck mal, die Brücke, weißt du, es sieht cool aus. Leider Gottes ist Petrits Papagei gestern noch gestorben. Zeig mal Papagei den anderen. Junge, Papagei. Leute, gestern ist Flying Uwe gestorben. Also ich habe zwei Papageien. Richtig, richtig traurig. Petrit hat sich zwei Papageien gegeiert und einer von denen, den hast du einfach umgebracht im Stream, aus oder? Aus Versehen, ja. Aus Versehen, Junge. Tiermörder, Alter, was ist los? Ist ja auch egal. Schau, ich bin utopischer Ehrenmann, ich vergebe dir alles, Petrit. Wir sind Blutsbrüder jetzt, Mann. Ich vergebe dir. Sei mal froh, dass ich dir vergebe. Ja, Digga, wir chillen jetzt einfach und alles ist gut, Leute. Also, was ich einfach nur gesagt haben wollte, Donnerstag wird es auf jeden Fall ein bisschen Action gegen ein paar Banausen aus der anderen Stadt geben, habe ich gehört. Guck jetzt, was auf den Schildern steht. Hier, Leute, hier steht, wer die beiden tötet, braucht gar nicht mehr weiter Kraftwerk aufnehmen. Das hier ist er, Leute. Du kannst Papageien, das ist Sellout. Das ist Sellout, sein Papagei. Du kannst Papageien eine Jukebox hintun. Und dann tanzen die. Ja, genau. Aber ich habe die in der Enderchest leider. Also Leute, war auf jeden Fall gestern echt ein actionreicher Stream. Ich kann euch auch nur empfehlen, am Donnerstag wieder einzuschalten, weil wie gesagt, schau mal, wir haben ja noch ein paar Leute in der anderen Stadt, die ja zuerst sich angeschlossen haben und dann wieder Rückzieher gemacht haben. Mhm. Und doch ein paar Leute, die einfach rumgemuckt haben, weißt du, was ich meine? Die hingekommen sind und in Topia ein bisschen Stress gemacht haben. Wir als
homophobische Ehrenmänner haben uns gestern ein wenig zerstritten. War größtenteils meine Schuld, aber das wird jetzt nicht mehr passieren, Leute. Aber aus Feinden werden wieder Freunde, ne? Aber aus Feinden werden Freunde, aber aus diesen Leuten aus der anderen Stadt, Leute, da müssen wir auf jeden Fall erstmal am Donnerstag erklären, was da abgeht. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich in der morgigen Folge dann wahrscheinlich direkt anfangen, mein Haus zu bauen, Leute. Ich habe mir nämlich schon ein paar Pläne gemacht. Das Haus wird wirklich chockgesell. Also ich kann es nicht anders sagen, Leute. Es wird ein echt krankes Haus, Mann. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Wie gesagt, die Brücke ist auf jeden Fall neu. Ist auf jeden Fall echt ganz schön, Leute. Die Stadt wird richtig, richtig geisteskrank. Leute, ich würde sagen, das war von einer ganz kleinen Livestream-Zusammenfassung für euch. Ihr wolltet sie unbedingt haben, hier habt ihr sie, Leute. Wenn ihr die nicht mehr sehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich wieder normale Folgen. Könnt ihr jetzt gerne in den Kommentaren einfach abstimmen. Hier oben ist auch nochmal Abstimmung, Leute. Lasst unbedingt einfach mal 20.000 Daumen hoch da, wenn ihr wollt, dass am Donnerstag ein bisschen Action geht, Leute. Ich würde sagen, wir sind alle echt gespannt drauf und haben richtig, richtig Bock. Und ja, die utopischen Ehrenmänner werden zusammenhalten, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin damit raus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Checkt auf jeden Fall Patrits Kanal aus. Macht's gut. Ich küsse alle eure Augen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.